Mein Name ist Marc Klei vom Gründerbüro der Universität zu Köln. Eine Tür weiter ist der Inkubator von der Universität zu Köln, wo die ersten 4 Startup-Teams drin sitzen, die gerade eifrig an ihrer Geschäftsidee feilen. Zurzeit findet dort der erste Private Friday statt. Oliver Tillmann ist heute unser Gast als erfahrener Gründer, gibt unseren Startup-Teams Tipps und werden weitere Gründer Gründerinnen einladen, die ihre Erfahrungen weitergeben möchten an die Startup-Teams, werden aber auch andere Experten einladen, Investoren etc. Wird der Private Friday eine regelmäßige Sache werden? Ja, dann wird es mehrmals im Jahr geben, idealerweise einmal im Monat in einem festen Turnus, und dann haben immer 5 bis 6 Startup-Teams die Gelegenheit, sich mit den Experten, die wir hier vor Ort einladen, für den Freitagvormittag auszutauschen. Sag mir doch mal bitte, was du heute hier gemacht hast. Ich habe vor einiger Zeit Marc angesprochen, um mal genau die Uni anzuschauen, weil man kennt halt einfach Stanford, 7 Millionen Gründungen aus Stanford raus, Kölner Uni, überhaupt Deutschland, relativ wenig Gründungen aus der Uni raus, und das kann ja irgendwie nicht daran sein, dass wir hier keine Ahnung haben, weil gute Unis haben wir trotzdem. Und dementsprechend war mal die Sache, okay, schaue ich hier mal einfach mal genauer rein, haben gesagt, kann ich mal einen halben Tag haben und du schleppst mir alle so an, die so gerade am Gründen hier sind. Und es ist eigentlich genau das rausgekommen, was ich erhofft habe. A, es sind einige Gründungen und ich habe jetzt schön durchgetaktet halbe Stunde Termine gehabt. Und es sind vor allen Dingen sehr cool, es sind so, es kommen neue Barcodes, die kann man irgendwie nutzen. Wir machen Graph-Datenbanken über Unternehmen hinweg. Also es sind wirklich Sachen, wo du feststellst, okay, da muss schon irgendwer ein bisschen geforscht haben und mal ein bisschen geguckt haben. Und das muss aus der Uni kommen, das kommt sonst nicht zustande. Genau. Die Startups, die zur Zielgruppe zählen, sind Startups hier aus der Hochschule. Sollten Studierende sein, Absolventen, Wissenschaftler, aber ein Hochschulbezug muss auf jeden Fall da sein. Was haltet ihr denn von diesem Konzept der Hochschulgründernetzes, dieses Angebot? Für mich war es sehr interessant, oder für unser Team war es sehr interessant, auch mal von Business Angel Seite jetzt konkret zu erfahren, wo denn noch unsere Strategie weiter ausgearbeitet werden muss, wo denn noch so ein paar Knackpunkte sind. Ich finde es auch wirklich gut. Ich bin noch nicht sicher, was. Also, wer ist die erste Person, die da irgendwas kauft? Wir haben innovative Vorstellungen, aber die Erfahrung von Leuten, die sowas schon mal umgesetzt haben, ist für uns halt ganz wichtig. Der Private Friday richtet sich an Gründerteams, die schon eine Geschäftsidee haben, wo ein Geschäftsmodell entwickelt worden ist. Man muss noch nicht gegründet haben, das ist gar nicht das Problem, aber man sollte auch nicht ganz am Anfang sein. Ich habe noch nicht gegründet, werde es aber auch bald mit einem Freund von mir machen. Wir wollen uns spezialisieren auf Commissioning und Lieferservice, eine Schnittstelle programmieren. Konntest du wirklich alle deine Fragen loswerden? Ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, mehr Zeit zu haben. Ich wollte, wenn es geht, noch ein paar Fragen mehr stellen, aber es ging halt zeitlich halt nicht, aber die Fragen wurden halt auch echt gut beantwortet. Dann sag doch nochmal bitte, also was ihr wirklich für die Startups leistet. Ja, das Angebot des Gründerbüros umfasst Beratung, Information, Coaching. Wir würden uns auch wünschen, dass da mehr Frauen dabei sind. Die Gründerteams, die bei uns im Inkubator sitzen, sind im Moment auch rein männlich. Aber ich möchte auch alle Frauen, die eine gute Geschäftsidee haben, auffordern und herzlich einladen, sich bei uns zu melden. Und die Leute muss man eigentlich viel mehr coachen. Und genau deswegen bin ich hier. Und deswegen werde ich auf jeden Fall wiederkommen. Und das freut mich schon. Das nächste Mal mit mehreren in Kontakt bleiben und einfach gucken, was da noch draus wird. Weil eigentlich muss man es immer wieder machen.